Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Merch Tactics Kingdom Defense. Nachdem jetzt ein paar Tage lang nichts kam, kommt jetzt wieder etwas. Und wir haben natürlich, oder ich habe natürlich nicht untätig rumgesessen, ich habe natürlich gefarmt, was das Zeug hält. Und die 20 ist tatsächlich ein Maximum, das ist natürlich sehr perfekt. Und wir sind hier schon bei der Nummer 13 und haben noch ein neues Level bekommen, sogar nochmal 10% mehr LP und nochmal ein dickes poliertes Beutekistchen. Ah, ist noch ein Blitzzauber, sehr schön. Jetzt brauchen wir ein bisschen Gold. 7000 noch bis zum nächsten Upgrade. Ne? Das ist das nächste, was ich jetzt auf jeden Fall aufrüsten werde. Königreich Stufe 12 erreichen. 145 mal Herausforderung spielen. 1310, 1375 und 136 Aufgaben schließen. Easy peasy. Gut, Tessa ist immer noch am Start. Wir sind hier bei zwei dicken Beutetruhen, die wir zusammen uns mitnehmen können. 500 Gold, ein paar Bogenschützen, Barbaren, Bären, Windzauberer, Zocker, Ingenieur. Und dann noch die letzte Kiste, die mysteriöse Beutetruhe. 860 Gold, ein paar Kopfgeldjäger, Barden, Bogenschützen, Sandgolems, Bauern, Scharfschützen. Ja, finde ich gut. Feuerzauberer. Komm mal mit, und den Rest werde ich brauchen für die täglichen Eventmissionen, zwei Beutetruhen zu öffnen. Deswegen lasse ich die hier mal noch ungeöffnet. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben hier noch eine Beutetruhe, die wir öffnen können. Quasi nichts Besonderes, aber mal einen Scharfschützen bekommen. Und nicht verkehrt. Aber was haben wir hier noch für Kisten? Einmal eine dicke Truhe. Ups. Schamanen, Baden, Barbar, Bombenwerfer, Eiszauberer, Priester, Frostritter, fünfmal. Immerhin fünfmal. Ganz toll. Gut, und der Rest ist eigentlich auch egal. Wenn man aufforstet, ist immer wie eine gute Einheit mit dabei, ne? So, die wollen wir auch mal öffnen. Jetzt haben wir zwei Plätze frei, plus den komplett und nochmal die Leiste da oben. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Oder wollen wir erstmal unsere Helden verbessern? Ich glaube nicht, die Häuser zu verbessern, glaube ich, sinnvoller, ne? Dann lass uns weitermachen, und zwar im Wanderzirkus. Fünfmal oder weniger zum Ziel, wenn 10 Wellen, okay, da haben wir einen Joker dabei. Bin mal gespannt, was hier wird. Ah, jetzt dürfte diese Randomness weg sein, ne? Ja. Doch, ich glaube, wir hatten letztens reingeschaut gehabt, ne? Es ist nach Mitternacht und der Aufruhr da drüben hat nicht nachgelassen. Ich frage mich, ob es eine Art Festival ist. Lass mich nachsehen gehen. Was ist hier los? Hallo, wir sind der Wanderzirkus. Wir treten genau auf, wie du siehst. Toll, ihr seid alle fantastische Akrobaten. Aber langsam wird es spät. Warum geht ihr nicht nach Hause und ruht euch aus? Wir vom Wanderzirkus gehen nicht schlafen. Versuche nicht, uns aufzuhalten, sonst wirst du es bereuen. Können sie natürlich einfach... Ne, können sie nicht kombinieren, oder? Hä? Was machen die denn da? Richtige Clowns, ey. Was haben wir hier? Akrobat, Level 6. Kann man da wahrscheinlich einfach negieren, also negativ machen. Doppelt so hoch, wenn du 70% oder weniger LP besitzt, okay. Viermal so hoch, wenn du 20% oder weniger LP besitzt, okay. Mhm. Interessant. Oh, nice. Versicherungsscheinchen. Perfekt. Ich brauche mal Klicker wieder, kann das selber zu klicken. Ist aber super nervig am Handy, das zu spielen. Wenn man das alles selber klicken muss. Naja, lass mal durchlaufen, wa? Oh, jetzt haben wir A. Okay, Bogenschützen, die halt öfter angreifen können dadurch. Also meine Frost hat alle für 20, ne? Ist das krass, ey. Dann lass uns doch hier noch einen... Bergarbeiter. Ist schon ewig nicht mehr genutzt, ne? Wirklich Bergarbeiter. Waren sehr, sehr oft hinten angestellt. Dann können wir das hier noch nutzen und das hier, bisschen die hier verbessern. Oh, und jetzt bist du Welle 10, ne? Oh, letzte Wave. Tatsächlich würde ich sogar bevorzugen, nur Blitzzauberer zu nutzen. Ich glaube, die Frosthütte sind gar nicht so wichtig. Weil die meisten eh mal wieder hin und her tänzeln. Das ist, glaube ich, echt sinnvoller, nur auf Blitzzauberer zu gehen. Auch natürlich mit der Gefahr, sie könnten dann wieder mal sterben, aber es ist dann halt so.
Also rein Blitzzauberer Bergarbeiter werden wir wahrscheinlich nutzen. Wir haben nicht mehr viel Zeit für die Aufführung. Die Show muss weitergehen. Komme, was da wolle. Bis später. Ah, Frost oder machen halt nicht viel, ne? Aber blocken halt immer wieder. Deswegen ist es tatsächlich besser, wenn wir das, glaube ich, so machen. Na, ich glaube, das finde ich nicht verkehrt. Wir sollten langsam wieder Katalina nutzen. Ihr hässlichen Jumper, ey. Eieiei. Ah, ich glaube, Katalina könnte man jetzt wieder nutzen. Man hört immer dieses Ding, Ding, dieses Boing. Immer die Schadensnegierung. Und sobald wir halt ein paar mehr Blitzzauberer haben, dann alles ein bisschen flockiger hier. Und auch ein bisschen stärker werden, klar. Damit jeder, der hier vorne kommt, sofort halt gekillt wird, ne? Das ist so verwirrend, den zuzugucken. Eieiei. Oh, weia. Keine leeren Felder mehr, okay. Das ist ja echt verwirrend, ob die wirklich richtig springen. Immer wieder eins vor, eins zurück, eins vor, eins zurück, eins vor, eins zurück. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die wirklich nur von Busch zu Busch springen. Ist es? Die können die denn schießen? Ja, die können nur bis zum Busch schießen. Also, okay, wir können halt noch eine zweite Line an Blitzzauberern reinballern. Kriegen wir hin. Das ist schon sinnvoll. Lass mal hier verbessern, damit die mir irgendwie Geld bringen. Und jetzt den Rest im Blitzzauberer ein bisschen. Gut. Letzte Runde. Auch Level 3 Blitzzauber bekommen. Oh, die meisten Level 7. Ein guter Schaden. Hm. 110, 650 Gold wieder, perfekt. Ach nee, Mist, ich wollte doch. Ah, ich wusste, ich wollte raus und zwar nämlich einen neuen Helden mitnehmen. Jetzt haben wir nämlich den alten noch dabei. Beenden wir mal und werden mal unsere Kisten füllen, die wir hier haben. Bling, bling. Okay, wurde nicht gefüllt, alles klar. Haben wir nichts bekommen? Doch, eigentlich schon, oder? Naja. No. Bling. 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 Oh, das war schon. Und hier haben wir auch nur 10. Mhm. Mal wieder zurück zu Katalina. Unser Kommandant darf 5-mal oder weniger nur angegriffen werden. Solange aber hier unten eine Fläche haben, ist schon okay, dann. Ups. Dann kann ich damit leben. Jetzt springen die in der rechts und links oder was? Zack. Wir müssen Geld sparen. 65. 100. 65. Zack. 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 Perfekt. Oh, perfekt. Sehr schön. Da brauchen wir jetzt mehr Geld, ne? Oh. Die saugen mal, die killen alle meine. Blitzzauber. Unfair. Schon sehr stark. Grundbesitz, Müllküste, Kommandantenstab. Perfekt. Das da. Zack, zack. So muss es sein. Ach, wie kann man ohne Katalina spielen? Echt? Geht sowas überhaupt? Die ist viel zu strong. Die muss man einfach mal dabei haben. Bling. Nice.
knackendes Erz. Jo. So, erstmal viel Geld investiert. Und da unsere Fähigkeit aktiv ist, machen wir auch mehr Schaden. 10%, ne? Oder viel Geld behalten für den Händler. Ja. Okay, let's go. Auf zur Welle 12. So, was gibt's aus der Artefaktruhe? Na gut, brauche ich jetzt nicht. Aber wir machen die letzten beiden noch voll hier. Und los geht's. Leider sehr wenig Geld. Ich muss mich für die nächsten Male, glaube ich, angewöhnen, dass die letzten zwei Reihen Bergarbeiter sind. Weil die können hier nicht angreifen, ne? Die greifen nur bis dahin und bis hierhin an und hier sind ja die hier. Muss man merken, die hintersten zwei Reihen sind wieder für unsere Bergarbeiter reserviert. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Und total der Noob, ey. Nämlich zwei Missionen. Oder alle drei Missionen waren die exakt gleichen gewesen. Sammle 50 Artefakte. Ich habe es hinbekommen, drei gleiche Missionen zu haben. Auch sehr spannend. Ja, eins, zwei und nochmal 50 Artefakte sammeln. Ein bisschen Gold on top. Na, bauen 1400 bis zum nächsten. Dich kann ich nicht freischalten, weil du bist noch am Start. 18 Minuten noch. Alles klar. Gut, machen wir weiter im Wanderzirkus. Machen wir noch ein Missionchen für die Völkchen. Bei der 5 gibt es erst den Boss. Alles klar. Ohne Fernkampflöcke. Das ist ja easy. Bin ja glücklicherweise nur noch auf Magieblöcke spezialisiert. Die Barden des Zirkus haben angefangen, das bezaubernde Lied zu singen. Wenn du sie angreifst, können sie unsere Blöcke bezaubern. Erhöht ihre Fusionsstufen, um den Effekt standzuhalten. Vielleicht können auch Blöcke mit niedrigen Kosten helfen. Ups. Ob das hinkriege? Schauen wir mal. Schauen wir doch mal, wie der Anfang ist, oder? Die Barden sollten ja relativ schnell... Okay, die laufen so, alles klar. Aua. Machen ziemlich viel Damage. Was heißt bezaubern? Alter, wie viel Schaden machen die bitte? Ist ja abartig. Oh ja, sehr gut. Zack, zack. Zack. Nochmal 9 Gold dazu. Was heißt bezaubern? Sind leider nicht mehr da, oder? Aber sie laufen, ne? Den. Alter. Der Schaden ist ja lächerlich. Wir wollen ja 3 Milliarden. Ich will die Dings behalten, auf jeden Fall. Meine Zauberer. Mach einen guten Charme, muss man schon sagen. Haut gut rein. Psst. 6 Blöcke haben die gekillt. Das ist super, das ist super. Das ist egal. Fünf, vier, zwei. Haben wir. Ich werde mal den da hinsetzen, oder? Bin dann wieder austauschen so, aber oh, hilft nicht viel. Auch mein Fünfer gibt den Schöpflöffel ab. Das ist ja absolut disgusting. Ach, kann man das hier auch viel zu warum wir so viel Schaden machen? Was ist denn los mit denen? Das ist ja absolut abartig. Kaisiges Schwert und ja, magischer auch perfekt. Okay, na, wir hätten vielleicht ein bisschen weniger Bergarbeit investieren, sondern ein bisschen mehr in Schaden, ne, damit der Initialschaden höher ist. Sobald die hier in der... Ah, okay, die kommen erst... Ah, okay. Der normale Attack findet erst hier statt. Sonst ist es nur der normale Zauber. Gehen wir hin, oder? Um wieder was Neues anzugreifen. Oh, ich hasse die Viecher unglaublich. Aber beweg dich, du fettes Ding. Danke. Ey, immerhin generieren wir so viel, ziemlich viel Geld, ne? Oh, nice. Oh, ist ja perfekt. Das waren ganz viele geile Artefakte, bitteschön. Die wurden ja mal geiler. 45 Gold kriegen wir schon. So muss es sein. Kann man auch noch verbessern, scheinbar. Oh. Haben die gerade einfach weggesniped? Okay. Wenn jetzt so haben wir... Alter, wie Schaden machen die? 1500?
Sehr stupid. Los geht's. Erstmal hier noch ein bisschen. Um Geld nachzugenerieren. Ja, puh, wird harte Mission werden, glaube ich, bis 14, ne? Zumal die eine Range höher haben als meine Units. Oh, die kann leider nur bis hierhin schießen. Weg. Und ich kann das angreifen, sobald die da sind. Hm. Aber ich glaube, ist okay, ne? Paar mehr davon noch, paar mehr Blitz und so. Let's go. Mehr Geld mehr. Oh, weia, ist das eine schwierige Mission, ey. Holy shit, machen die Schaden, diese Gegner. Alter, das ist ja Wahnsinn. Ich gehe kaum noch dazu, meine Bergarbeiter aufzuleveln, weil die so viel Damage machen, diese Gegner. Das ist unfassbar. Also drei Units killen die fast One-Hit. Das ist ja krank. Die machen 3.500 Schaden. Und teilweise mehrfach. Aber sie hat mehrere Pfeile schießen. 7.800 Schaden. WTF. So strong. Boah, aber das ist eine eklige Mission, um wieder alles nachkaufen zu müssen. Glücklicherweise bin ich ein Klicker. Selber zu klicken, würde mir voll auf den Nerv gehen. So, das ist ja noch perfekt. Warte mal, da stehen wir, können zwei tatsächlich machen. Wir müssen, glaube ich, mit der nächsten Folge noch ein paar Minütchen warten, dass wir dann die nächste Kiste hier öffnen können, die hier, und eventuell im Laufe des Parts die andere auch. Oh, meine lieben Freunde, komm, wir können in die Normandliga nochmal reingucken. Ich habe, glaube ich, letztens die Goldliga erreicht und hab, na gut, das hat man ja schon gehabt. Und wir kriegen als Belohnung gar nichts, weil ich ja manchmal mitgemacht habe. Aber wir können das auch machen, tatsächlich. Durch den Gewittersturm. Ich würde sagen, wir können auch in die nächste Folge einmal reinschnubbern und das spielen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Merch Tactic Kingdom Defense. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.